Platz ausgestiegen, nur Kamui. Kamui? Er saß erstmal eine Dreiviertelstunde noch im Auto. Der hat sich da gemütlich gemacht. Der fand das muckelig da drin in seinem kleinen Ja, Cockpit. warum nicht? Uff, dann. Da kann man sich noch schön anlehnen ans Auto, eine Runde Genau. schlummern. Wahrscheinlich hat er das auch gemacht. Naja, jeder wie er es will. Weber und Schumacher und so haben alle noch ein paar Interviews gegeben. Aber Ganz interessant. Kamui hätte nachher noch das Auto verlassen. Er stand noch in der Box drinne. Ja, war kurz auf Klo. Vettel wollte dann keine Interviews geben, kann ich auch verstehen. War voll fixiert weiterhin. Und dann hat man das ziemlich lange, meiner Meinung nach, noch nachdem der Regen aufgehört hatte, unterbrochen. Wo ich dann schon fand, so langsam kann man aber mal wieder losfahren. Und dann ist man wieder hinterm Safety Car. Ja, dann wurde es halt auch irgendwann gestartet. Das war dann relativ lange, fand ich schon wieder. Aber gut, da muss man auch immer die ganzen Pfützen von der Strecke beseitigen. Aber kann das sein, wenn ich das richtig gesehen habe, haben die doch die ganzen Goodies sogar noch ausgepumpt, ne? Kann das sein? Ja, die haben da einiges gepumpt, also was. Aha, ich glaube, die haben sogar noch die Goodies auch noch alle ausgepumpt wieder. Ja, zwischendurch war ich noch kurz am PC, hab noch ein bisschen was für die Let's Plays gemacht, deswegen weiß ich nicht genau. So gut. Ja, und dann ging es dann doch irgendwann weiter, wo ich dann schon fast gedacht habe, so lange gehe ich pennen? Nein, habe ich dann natürlich nicht gedacht, das war ja erst 22 Uhr oder so. Trotzdem. Da gehe ich noch nicht pennen, nein, also nicht am Nein, Wochenende ich meine und. aber trotzdem für Montreal-Verhältnisse, da hat man schon die Highlights wieder gesehen um die Uhrzeit. Ja, schon, ja. Und dann ging es dann hinterm Safety Car, 7 Runden oder so ging es da hinterm Safety Car, fand ich wieder zu lang. Wieder zu lang. Ich hätte gerne mal auch ein bisschen Regentanz würde ich auch gerne mal sehen, weil sobald Regen da war, war ein Safety Car da und man hat nicht wirklich mal so einen schönen Regentanz gesehen, was ja auch mal Spaß macht, so Ja. zuzuschauen, wenn die da. Okay, man hat trotzdem ein paar Powerslides gesehen und dann ging es relativ schnell auf die Intermediates, die auch viel schneller waren als die Regenreifen. Dann. Aber man muss ja noch den cleversten Fahrer überhaupt oder das cleverste Team an sich noch betrachten im gesamten Feld. Und zwar. Virgin mit D'Ambrosio. Ja, die waren wirklich clever. Die haben sind sofort zur Safety Car. Während der Safety Car Phase? Ja, Du kommst jetzt eigentlich rein. verboten. Verboten. Also, Strafe müsste eigentlich noch kommen. Es stand Nee, auch, hat dass es. alle noch bekommen, Durchfahrtsstrafe dafür. Ach ja, stimmt. Aber trotzdem ist er vor Timo Glock im Endeffekt geworden und auch vor Jano Trulli, dem Lotus. Im Endeffekt war es ganz schlau. Und natürlich dann auch Button ging ganz schnell auf die Intermediates, auch schlau. Alle gingen auf die Intermediates. Vettel so ziemlich als letzter aus der Spitzengruppe. Hatte dann aber noch so einen schönen Vorsprung. Und dann auf den Intermediates muss ich ganz klar sagen, das beste Rennen auf den Intermediates ist ein Deutscher gefahren. Und der fuhr nicht an der Spitze. Der fuhr auf Platz 2 zwischendurch. Und zwar Michael Schumacher. Der hat wirklich mal gezeigt, dass er richtig gut ist. Und dass er wirklich der hat ein Rennen gefahren. Ich fand es unglaublich, bis zu den Trockenreifen. Da hat er wirklich unglaublich überholt und hat Ja. natürlich auch Glück gehabt. Hat Glück gehabt, dass vor ihm viele ausgeschieden sind. Und auch Alonso und das Button und er hatte Glück, viel Glück, aber. Ja, da vielleicht können wir noch mal auf die Szene mit Button und Alonso eingehen. Genau, da werden wir jetzt genauer drauf eingehen. Ich wollte nur kurz nochmal Ach Schumacher so, ein bisschen loben okay, gut. und dann hat er das wirklich sehr gut gefahren und ist wirklich schnell und ja, im Endeffekt das beste Rennen auf dem Intermediates gefahren und dann halt das unterlegene Auto auf dem Trockenreifen gehabt, aber dazu werden wir später weiterkommen. Und ich merke schon, das wird hier sehr lange gehen. Deswegen brauchen wir unbedingt eine Upload-Regel, dass wir über 15 Minuten hochladen können. Naja. Und dann kam die Szene Button Alonso. Wo wir jetzt mal näher drauf eingehen und dazu hören wir jetzt mal Walicki. Ja, ich glaube, also man hat, ich gucke jetzt ja bei DL, ja, ich weiß, RTL, buh, scheiße, haben wir, glaube ich, die haben es ja, glaube ich, schon auch schon richtig erläutert, also Button war eigentlich ja schon vorbei und Alonso meinte, das ist mir scheißegal, ich gebe trotzdem volle Granate außen, Vollgas und ziehe wieder so vorbei und irgendwo muss ja auch mal der Button hin und wenn innen weiter kein mehr Platz ist und Alonso von außen kommt, dann muss er sich nicht beschweren, wenn er dann gedreht wird und in der Wand landet halb Oh. und nicht mehr rauskommt. Ja, wobei ich sagen würde, okay, er war vorbei. Ich würde aber trotzdem immer noch gerne eine Strafe für Jensen Button sehen. Nein, egal. Wir wollen ja objektiv hier bleiben. Wir müssen. Also es war da eigentlich mal schon
an sich schon ein normaler Rennunfall, aber ich glaube, Alonso ist einfach in manchen Situationen auch vielleicht ein bisschen wie Hamilton, einfach zu übermotiviert. Er will unbedingt wirklich alles gewinnen, was geht möglichst, und will nirgendwo nachgeben. Und ich glaube, da ist Button so ein bisschen anders. Also Button, na gut, das Manöver war vielleicht jetzt auch nicht ganz astrein von ihm, aber ich glaube, Button fährt mit, sag ich jetzt mal, mit mehr Hirn. Also er weiß, wie er sich verhalten soll. Ja, auf jeden Fall mehr als Hamilton momentan. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, jeder Rennfahrer will immer Gewinnen. jede Position sich verbessern und jedes Rennen gewinnen. Das muss man dazu auch noch sagen. Da gibt es vielleicht eins, zwei Ausnahmen im ganzen Feld, die dann auch mal zurückstecken. Aber das ist eher die Ausnahme. Ja, das Manöver okay. Dadurch Button natürlich nach vorne gekommen. So, wie ging's denn weiter? Dann war irgendwann Trockenreifen angesagt. Und da war dann im Endeffekt am Ende des Rennens Button der schnellste mit. Jetzt natürlich die Frage für ein bisschen F1-Unerfahrene. Warum war Button auf einmal der schnellste? Der McLaren ist ja nicht unbedingt der schnellste. Nee, ist er auch nicht, sondern er hat sich einfach die Reifen am besten eingeteilt. Die sind, glaube ich, 20 Runden auf diesen super weichen Reifen gefahren. Ja, die halten nicht eigentlich nicht so lange. Hat Aber es er. hat mich trotzdem ein bisschen gewundert, weil eigentlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull eigentlich mehr auf einem Trocken-Setup war, aber ich frage mich, warum auf einmal McLaren, die auf einem Regen-Setup waren, plötzlich schneller waren auf einer trockenen Strecke als Red Bull. Das hat mich so ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, na gut, ich weiß nicht, ich glaube, die Wechsel waren, glaube ich, während der Werbepause, wenn ich mich richtig entsinne. Daher weiß ich jetzt nicht ganz, ob Vettel oder Button zuerst in der Box war. Button war zuerst. Dazu ist aber eigentlich noch zu sagen, dass natürlich nach so einem Regen der ganze Grip und der ganze Asphalt ja sozusagen gespült ist, gesäubert ist und dadurch der ganze Grip weg ist und dadurch trotzdem, wenn man dann mehr Abtrieb hat, man besser fahren kann, weil ja immer noch das Ganze rutschig ist. Weil es ist ja nicht wirklich wieder was drauf gefahren an Gummi und deswegen würde ich sagen, daran lag es, weil es ja auch noch eine ziemlich alte Strecke ist, wo dann halt das auch sehr immer noch rutschig ist, auch wenn es nicht mehr so wirklich nass ist. Ah, ich glaube, dass Vettel wahrscheinlich vielleicht das Tempo, vielleicht, er war sich, glaube ich, zu sicher, dass er gewinnt, weil man hat gesehen, er kann auf jeden Fall so schnell fahren wie Button oder konkurrenzfähig. Ich glaube, hätte wahrscheinlich 3 Runden oder 4 Runden früher reagiert, glaube ich, denn wenn nicht so angebrannt, dann hätte er es, glaube ich, locker nach Hause gebracht, den Sieg, aber naja, war ihm halt jetzt leider nicht mehr so. Genau, das im Endeffekt hat das dann vermasselt dadurch. Ja, er hat da 1:17:6 gefahren und Button hat da 1:17:4 gefahren. Da war das schon relativ gleich. Oh, meine Nase. Warte kurz. Ja, er hätte auf dem Niveau fahren können, hat es dann aber ein bisschen zu spät gemerkt, dass der da vorbeikam, der Button. Ja, zu Schumacher ist dann eigentlich auch noch zu sagen. Oder man hätte vielleicht sagen können, wenn Schumacher vielleicht noch hingekriegt hätte, noch eine Runde länger den Button aufzuhalten, dann glaube ich, wäre es auch noch ausgegangen. Ja. Aber Schumacher so hat vielleicht eindeutig nicht mehr. die drei da aufgehalten, den Webber und den Button, dass der da noch so schnell aufschließen konnte. Der Button war dann eindeutig an Schumacher, weil der Mercedes einfach ein miserables Auto ist, muss man so sagen. Es ist kein wirklich schönes Auto. Ich würde fast noch sagen, dass er schlechter ist als der Renault auf manchen Strecken. War eigentlich auch das ganze Wochenende nicht über nicht ganz so schnell. Schumacher ist trotzdem ein sehr gutes Rennen gefahren. Ich hätte mich wirklich gefreut für den Podest für Schumacher, Ich auch. weil ich glaube, jeder Deutsche und jeder Fan eigentlich, jeder Formel 1, der Formel 1 schaut, weil im Endeffekt hat es auch mal wieder verdient. Jetzt hat er ein paar gute Rennen gefahren, wenn man jetzt mal Monaco ausnimmt, Barcelona war ganz gut. Davor vielleicht jetzt nicht, aber er ist jetzt zwei ganz gute Rennen gefahren und irgendwann hat das auch mal wieder verdient. Letzte Saison, er fährt ja nicht unbedingt schlecht, nur das Problem ist, früher war einfach viel akribischer, viel mehr konzentriert. Er war ähnlich wie Vettel und Alonso, die einfach nur noch geradeaus sich konzentriert haben und jetzt geht es ihm eigentlich fast nur noch um den Spaß. Daran würde ich das festmachen, dass er vielleicht nicht mehr so erfolgreich ist wie früher. Ah, ich glaube, du hast nicht ganz vergessen, dass Ferrari hat damals eigentlich im Grunde eigentlich den Wagen für Schumacher gebaut. Schumacher Genau. hat gesagt, wie er den Wagen braucht, und so hat ihn Ferrari dahingestellt. Und Ja, er braucht das Übersteuern, das ist das Problem. Ja, okay, das Golf, was er jetzt heißt. eben halt Mercedes ist ein Team, was auch als Team arbeitet, wo man gerne beide Fahrer vorne haben möchte. Und
Ja, das ist, glaube ich, jetzt vielleicht für Schumacher das Problem, dass er vielleicht nicht ganz an diese Zeiten anschließen kann. Ich glaube, wenn er wahrscheinlich, sagen wir mal, vielleicht ein D'Ambrosio oder Oren Glock vielleicht im Team hätte, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dann wäre das vielleicht für Schumacher besser. Ich glaube, dann würde der Wagen würde komplett auf ihn gebaut werden. Ja, im Endeffekt schon. Nur was auch ist, dass das Auto ziemlich miserabel ist und immer noch untersteuert, aber Schumacher hat gerne ein Auto, was viel übersteuert. Das ist jetzt natürlich schwierig zu erklären jetzt noch, weil wir auch besonders. Kann ich gut verstehen. Habe ich auch lieber. Ja, ich erkläre es jetzt mal nicht, weil das machen wir irgendwann mal später. Vielleicht mal so ein. Genau, wir machen mal auch mal FAQs. Ich kann es um 1 Uhr nachts nicht mehr aussprechen, über spezielle Formel 1 Fragen über Begriffe. Formel 1, sagen wir es so. Fragenvideo über spezielle Formel 1 Begriffe, genau, können wir auch mal machen. Begriffserklärung, genau. Sonst, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, Jenson Button hat dann im Endeffekt gewonnen, mit 6 Boxenstopps. Ich würde mal sagen, durch die Safety Car Phasen, durch die 6 Stück auf jeden Fall bevorteiligt, weil Vettel hatte immer wieder Vorsprung rausgefahren. Dadurch natürlich und weil er im Endeffekt der schnellste war. Vettel durch den Fehler würde ich fast sagen, weil ich glaube nicht, dass. Ich glaube, der hätte ihn noch eine Runde blocken können da auf der Geraden. Das hat er auch in Barcelona geschafft und auch in Monaco. Das hätte er auch da, glaube ich, geschafft, die Gerade ihn da zu blocken. Und irgendwie hätte man nicht vorstellen können, dass Button es wirklich, wenn Vettel wirklich kurz davor wäre, ich glaube, Button wäre nicht so ein Fahrer, der wirklich das riskiert hätte. Nee, ich glaube auch nicht. Da wäre er lieber auf Platz 2 gefahren, der Button. Der, das ist dann nicht so ein Hamilton, der dann alles reingeworfen hätte. So, damit ist das Rennen dann auch durchgesprochen. Nach 26 Minuten. Oh, Nein, schon so lang? ja. Okay, gut. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil ich möchte keine drei Parts machen und wir können auch nicht länger als 15 Minuten hochladen. Na egal. So, jetzt Du, die. wenn du es jetzt so aufnimmst, dann sind die Parts recht klein, also sind bloß ein paar Megabyte. Ja, nee, aber wir dürfen ja nicht über 15 Minuten hochladen. Deswegen. Noch nicht. Ja, So, jetzt ganz gut. schnell die fünf Fahrer des Rennens von mir und danach von Walitzki. Für mich auf Platz 1 Michael Schumacher, weil er einfach wieder gezeigt hat, dass er es kann und dass er ein sehr guter Rennfahrer ist. Hätte für mich aufs Podest gehört. Auf Platz 2 für mich Vettel, weil ohne die Safety Car Phasen durch ein paar wäre er, denke ich mal, ganz vorne gelandet, weil er hatte immer wieder Vorsprung. Er hatte auch 10 Sekunden oder so oder 20 Sekunden zwischendurch auf Button, die dann durch die Safety Car Phase wieder weg waren. Auf Platz 3 dann Jenson Button, weil er trotzdem, trotz der ganzen Boxenstops und was auch immer und was für Fehler da gewonnen hat und eigentlich ein gutes Rennen gefahren hat. Auf Platz 4 für mich Kamui Kobayashi, der zwischendurch auch auf 2 stand, mir sehr gut aufgefallen ist, eigentlich ein sehr schönes Rennen für mich gefahren hat. Und dann auf Platz 5 Mark Webber, solides Rennen, nicht wirklich, trotz des Drehers, und da war er in der Mitte des Feldes, noch auf 3 nach vorne gearbeitet, hat er ganz gut gefahren. Ja, das war's meine, und jetzt kommen Walitzkis. Ja, also für mich auf Platz 1, also man muss das Button anrechnen, also für mich ist Button Platz 1, also er war weit hinten und hat es noch nach vorne geschafft, natürlich Glück durch die Safety-Car-Phasen gehabt, aber ich glaube, er ist verdient, auf Platz 1 zu sein. Zweiter Platz Vettel hat das Rennen an sich dominiert, hat dann leider natürlich in der letzten Runde ausreichend den Fehler gemacht, was natürlich sehr ärgerlich war. Platz 3, Michael Schumacher. Schönes Rennen, hat gezeigt, dass er es drauf hat. Bisschen ärgerlich nachher am Ende, aber man weiß ja nie. Gibt noch viele Rennen dieses Jahr. Ja, Platz 4, so wie bei dir, Kamui Kobayashi, hat mich überzeugt, besonders am Anfang des Rennens, wie er erstmal sich schön nach vorne gearbeitet hat und bisschen ärgerlich, dass er nachher bis auf 7 wieder durchgereicht worden ist, aber lag, denke ich mal, daran, dass der Wagen nicht auf trockene Verhältnisse nachher gebaut worden ist, oder eingestellt worden ist, sondern mehr auf Regen. Und ja, Platz 5, unauffällig, Vitaly Petrov, auf Platz 5 gefahren und ja, nicht aufgefallen, aber hat den Wagen auf Platz 5 gestellt. Das war meine Top 5. Gut, eure Top 5 könnt ihr auch natürlich sehr, sehr gerne mit voller Unterstützung in die Kommentare schreiben. Und macht es auf jeden Fall. Und wäre auch nett, wenn ihr ein bisschen
auch Reviews über dieses Review schreibt, also sagt, wie ihr es fandet. Feedbacks. Ja, Feedback. Warum nicht einfach Feedback? Feedback zu diesem Video hier schreibt und zu den nächsten folgenden Videos wäre sehr nett, weil wir erstmal noch am Anfang sind und auf jeden Fall auf Tipps angewiesen sind. Aber jetzt nicht über Scheiß oder so, sondern konstruktive Kritik. Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Und dann verabschiede ich mich und sage Tschüss. Tschüss.